Hallo zusammen, heute geht es um Energie oder Energiespeicher. Und zwar haben wir hier eine Batterie, das ist eine Standard-Lithium-Batterie und hier das gleiche als Batteriebox. Da ist im Prinzip diese Batterie hier eingebaut und hier kann ich dann irgendwas einstecken, kann einschalten und ich habe Strom wie zu Hause aus der Steckdose. Das mit dem Zuhause aus der Steckdose ist nicht ganz so. Und zwar diese Batterie hier, die hat eine Kapazität von 1280 Wattstunden. Also das heißt, ich kann eine Stunde lang 1280 Watt rausziehen oder 1280 Stunden 1 Watt. Was kann ich damit betreiben? Damit kann ich zwischen 5 Tage eine Kühlbox betreiben auf 12 Volt. Ich mache gerade ein Video, wie lang das fast funktioniert, auch über einen Wechselrichter. Das kommt, das Video, das verlinke ich wahrscheinlich dann hier oben. Und jetzt ist das so, 1280 Watt und ich habe hier 1 Liter Rapsöl. Dieser Liter Rapsöl, das steht hier auf der Verpackung, der hat 34.000 Kilojoule Energie. Das sind 34 Millionen Joule. Und ein Joule pro Sekunde ist 1 Watt. Also hat diese Flasche hier eine Energie innen drin von 9400 Wattstunden pro Stunde. Und hier sind wir auch bei 1200 Watt. Also diese Flasche Energie hat rund 8-mal mehr Energie in sich wie eine Batterie. Ich habe das gleiche noch mit dem Würfelzucker. Der hat dann 4000 Watt in sich. Wenn ich ein Haus heizen will und ich brauche dafür elektrische Energie, dann reden wir nicht über Watt, sondern über Kilowattstunden, also 1000 Wattstunden. Dann gibt es noch unsere Windkraft, ich habe hier ein Modell, habe ich Munio geklaut, habe ich gerade letzten Video gemacht. Sowas hier bringt im Jahr eine Leistung von 6 Gigawattstunden. 6.000 Megawattstunden oder 6 Millionen Kilowattstunden, also rund 6 Millionen solcher Batterien kann ich mit einem Windkraftwerk, nicht in dieser Größe, sondern richtig groß, laden bzw. speichern. Wenn ich das gespeichert habe, kommt das natürlich dann nicht mehr raus. Ja, Energie ist bei meisten Leuten weit weg vom alltäglichen Verbrauch, weil ja 9400 Watt hat so ein Liter Öl als Energie. Wir brauchen ja jeden Tag diese Leistung, dass wir selber leben können. Und was wir an Ressourcen oder Energie verbrennen, ist nochmals ein Vielfaches von dem, was wir selber brauchen. Ich habe euch hier ein Video gemacht, dass wir 12 Atomkraftwerke brauchen, oder hier ein Video über, dass es auch mit weniger geht, zum Beispiel einem Dutzend. Wir brauchen Energie, wir sind daran gewöhnt, an die Elektrotechnik. Und hier mache ich euch ein Video, bei mir zu Hause meine Ölheizung beim Stromausfall, was ja kommen wird, oder vielleicht gibt es nur Brownouts, da haben wir Glück, diese Batterie, mit dieser Batteriebox meine Ölheizung betreibe. Ich wünsche euch einen schönen Tag.